machen. Und das kleine Feuerwehrauto fährt auch mit. Ja, wo das zugehört, weiß ich auch nicht. Das sind die Enten. Das ist die Vorhut, glaube ich. Ob Börsencrash, Finanzmarktkrise, Ente fahren heißt die Devise. Oh, jawohl. Die Ente. Super Fahrzeuge. Der 2CV Club. Action Enza. Mit wunderschönen Fahrzeugen. Also da habe ich mich besonders jetzt drauf gefreut. Muss man sich die Autos mal angucken. Michael ist... Das ist nicht Formel Enz, das ist Formel Enz mit einem T drin. Wie fährt denn sich das Auto? Genial. Wie viel PS hat das Teil? 28. 28, wie eine normale Ente? Das ist alles aus normalen Ententeilen. Hammerhart, gib mal Gas. Oh. Also ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, das gab es noch nie in deinem Carbosen. Nee, so hat man das noch nicht. Die Ente an Alklo. Hey, das ist ja ein Sound. Was sind das für Fahrzeuge? Das ist ein schönes Cabrio. Guck mal. Kleiner Wendekreis. Ja. Muss man da, weiß gar nicht, das reicht, glaube ich, ein Fahrradführerschein für so ein Auto. Guck dir das mal an. Schön. Und die Ente an, die Ente haben so klare Namen. Feuerente, Polente, Draxlerente. Wildente habe ich auch gesehen. Bin mal gespannt, da kommt noch die Breitente. Ja, der schmale Hans. Eine kurze Ente. Die kurze also, Ente, das war vielleicht das. Das könnte die kurze Ente sein. Ja. Das ist, glaube ich, die Phantom der Operente hier. Nur so halbe Maske. Ansonsten alles freigelegt. Nee, wunderbar. Also, das macht wirklich Laune, den Autos dazu zu gucken. Das ist eins schöner als das andere. Das ist die Wildente. Die Wildente. Hoffentlich schaffe ich es noch bis zum anderen Mal. Ja, ist ja schon so manche Ente liegen geblieben. Hoffentlich wird es keine lahme Ente. Hoffentlich nicht. Ja. Mit Anhänger. Super Idee. Aber wirklich. Nachzüglerente. Ja, die Polente, genau, von der wir gesprochen haben. Und jede Gruppe sollte sich ja anmelden mit einem Motto. Und bei der Anmeldung vom 2CV-Club, da steht nur unter Motto, da arbeiten wir noch dran. Ja, genau. Motto haben die keins, brauchen wir aber auch nicht. Ich glaube, die Enten sprechen für sich. Das ist ja auch genau. Ein klasse Auto. Oh. Da würde ich auch mal gerne mitfahren. Oh. Das Rasenmäher-Ente oder was? Kleinster Wendekreis, das ist ein Auto für die Innenstadt. Ja, guck dir das an. Ist aber, glaube ich, normal für den Straßenverkehr nicht so zugelassen. Darf, glaube ich, nicht mehr Sinn. Ne? Ja, das freut natürlich das Publikum, da wird kräftig gelacht, was, wenn man solch ein Auto sieht. Also Kompliment an den 2CV-Club, das ist ein echter Hingucker.